Hallo meine Lieben, heute ist nun der Mann für das Sternzeichen Jungfrau an der Reihe. Am 24.08. wechselte das Sternzeichen Löwe zur Jungfrau. Der Jungfrau-Mann wirkt reserviert und unnahbar. Zu seiner Partnerin ist er aufmerksam, treu und gibt ihr Geborgenheit. Als Erdelement ist er ein bodenständiger und verlässlicher Mensch. Als Jungfrau-Mann bist du ein unschätzbarer Freund und Ratgeber, beschützend und väterlich. Zeige es deinen Lieben, und wenn du deine Liebste noch nicht geheiratet hast, tue es jetzt. Es ist an der Zeit. Sie wartet darauf. Du sorgst für die finanzielle Sicherheit für euch beide. Wie verhält sich der Jungfrau-Mann in der Liebe? Tja, da sind Frauen für dich Menschen, die du studieren musst. Beziehungen sind in erster Linie eine ungenaue Angelegenheit für dich. Hast du dich aber für eine Partnerin entschieden, übernimmst du die väterliche Beschützerrolle. Im Liebesleben bist du zurückhaltend und überlässt ihr die Initiative. Betreffend der Gesundheit hast du es mit Verdauungsschwierigkeiten zu tun, speziell nach körperlichen und psychischen Belastungen. Nimm den Ärger nicht stillschweigend hin, sondern verstärke deine eigenen Interessen. Stress solltest du möglich vermeiden. Stress ist Gift für dich. Achte auf eine gesunde und ausgewogene Gesundheitskost. Gegebenenfalls mache dir einen Ernährungsplan. Im Beruflichen bist du ein sachlicher und realistischer Mensch. Man vertraut deiner Planung und Organisation. Allerdings, delegieren ist nicht deine Stärke. Deine Devise ist: Soll es richtig sein, dann mach du es selbst. Du stehst zu deiner beruflichen Aufgabe, doch Anerkennung und Lob stehen nicht an erster Stelle. Zu deiner eigenen Zufriedenheit solltest du eine gute Mischung finden und dein Ego mehr geltend machen. Dann wirst du auch nicht ausgenutzt. Fazit ist: Du weißt genau, was du willst, im Privaten sowie im Beruflichen. Dabei willst du grundsätzlich den effizienten Weg, um dein Ziel zu erreichen. Doch das schafft dir oft Neider, derer, die deinem Intellekt nicht folgen können. Du bist immer einen Schritt voraus. So. Das war das Sternzeichen Jungfrau. Für die Frau und für den Mann. Also, ich bin im nächsten Monat wieder da. Dann stelle ich das Sternzeichen Waage vor. Bis dahin habt eine gute Zeit. Herzlichst, eure Dirja.